Okay, das passiert also, wenn man stirbt. Das soll so wissen. Was war jetzt los? Und nach diesem kleinen Zusammenschnitt erstmal ein herzliches Hallihallo, Leute, und herzlich willkommen. So, erstmal leiser geschaltet, sonst höre ich mich ja selber nicht reden. Zurück zu Bioshock Infinite. Beim letzten Mal haben wir Elizabeth wieder gefunden, die jetzt ziemlich sauer auf uns ist. Hey. Und okay, ja. Vorsicht. Wie Booker gesagt hat, wir müssen jetzt so einen kleinen Aufstand finden und das Speicherpunktsystem dieses Spiels. Wir müssen einen Aufstand finden. Wir müssen einen Aufstand Waffen besorgen. Und das Speicherpunktsystem in diesem Spiel ist echt furchtbar. Ich musste gerade erstmal wieder 7 Minuten nochmal spielen. So, wir werden jetzt auf niemanden schießen. Wir wollen ja keinen Aufstand provozieren. Doch, genau das wollen wir ja eigentlich. Aber wir wollen ja keinen Angriff provozieren. Das war nicht mein Plan. Ich hab gedacht, ich hätte die andere Waffe ausgerüstet. Naja, die andere Kraft ausgerüstet. Tja, dann müssen wir uns jetzt doch wohl hier durchkämpfen. Wir wissen ja jetzt auch, was passiert, wenn man stirbt. Auch sehr schön. Ey, um mich zu verhaften, müsst ihr mich erstmal kriegen. Falls ich ein bisschen anders spiele als sonst, tut mir das leid, ich habe eine etwas längere Pause eingelegt. Mehr oder weniger freiwillig. Also eher weniger. Erst war ich krank, dann war ich zu faul, um weiterzumachen. Ja, ja, Elisabeth, schmoll du mal noch ein bisschen. So, was habt ihr denn? Schadensboost für Panzerfaust brauche ich nicht, für Maschinengewehr brauche ich nicht. Habt doch hier die Feuerrate des Präzisionsgewehrs um 100%, das wäre natürlich geil. Für die Reservemunition der Pistole um 50%. Nehmen wir mal. Und wenn ich halt jetzt mal Knöpfe auf falsch drücke und so, ich bin einfach das Spiel nicht mehr gewöhnt. Das tut mir furchtbar leid. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir heute vielleicht Elizabeth... Ach, hier wäre das Kapitel zu Ende gewesen. Da hätte ich nicht nochmal neu spielen müssen. Schön zu wissen. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fee, warum müssen wir 60... Was wollte ich sagen? Wir wollen mal gucken, ob wir uns wieder mit Elizabeth anfreunden können. Nö, kann ich alles nicht gebrauchen. Ich finde das immer lustig, dass die sich über sowas schon aufregen, okay? Warum nicht? Zur Alles ist gut, ihr Lieben. Hier scheinen sie nicht allzu viele Gegner zu haben. Und immer schön nach den Lockpicks Ausschau halten, habe ich ja gelernt. So, was haben wir hier? Gucken wir es uns da einfach mal an. Der Weg der Vox Populi. Daisy Fitzroy führt ihre verkommene Bande ins Verderben. Ende. Ich mag diese Filme, die kommen einfach auf den Punkt sofort. Über die Polizei muss ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr machen. Die habe ich ja gerade schon erschossen. Obwohl ich nicht glaube, dass die nur 2 Polizisten hier haben.
denke, da kommt gleich noch ein bisschen was. Und ja, wir haben ja letztes Mal auch den Handyman das erste Mal gesehen. Also einen. Und ich denke mal, der wird auch noch mal komm, zu mir kommen und mich umbringen wollen. Gut, hierfür kriege ich eine Hahn. Kann ich in der Handel? Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Ach, jetzt soll ich plötzlich hier lang. Okay, komisch. Willkommen bei der Personalabteilung von Pink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. So. Elizabeth? Oh, das kann ich. Das kann ich auch knacken, alles klar. Okay, ich kann einfach über jeden Weg nach da unten anscheinend. Aber hier oben gibt es doch bestimmt nur irgendwas. Oh. Benötigt 5 Lockpicks. Toll. Sie. Oh, und da ist ein tolles Teil drin. Also, wir suchen Lockpicks und wenn wir die 5 zusammen haben, müssen wir hierhin zurück. Es tut mir ja furchtbar leid, aber ich brauche meine Upgrades. Das ist einfach so. Ja, 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 gib mir alle euer Zeug. Ich komme ein anderes Mal wieder. Da ist ein Lockpick. Das ist schon mal sehr schön. Booker wusste genau, welchen von denen er hier aufmachen muss. 1A, 2B. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Ich bin gerade so froh, dass ich mit OBS aufnehme und ihr nicht seht, was da unten in der Ecke gerade mir eingeblendet wird und den Bild stört. Mal wieder ein wunderschöner YouTube-Spam-Kommentar, der jetzt auch einfach nicht aus dem Bild verschwinden will. Sekunde. Warum Windows meint, man müsste die so ewig und 3 Tage eingeblendet lassen, das habe ich nicht verstanden, werde ich nie verstehen. Und wir suchen jetzt einen Lastenaufzug, aber eigentlich suche ich noch mehr Lockpicks. Wer ist da? Und ich suche schon wieder. Und ich hinge wieder an der Textur fest. So, warum bist du noch nicht tot? Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. So, du drehst dich bitte wieder um. Viech, geh drauf! Danke! Weil ich irgendeinen Riss den hätte nutzen können, weil das kam mir jetzt doch schon etwas. Wow! Boah! Aber nein, ich glaube nicht, dass ich hier eine Wahl hatte, einen Riss zu öffnen, um mir damit das Leben leichter zu machen. Okay, langsam zieht das Spiel offensichtlich ein wenig an. Ich kann mich noch erinnern,
dass dieses Spiel am Anfang für mich etwas leicht wirkte. Aber inzwischen, naja, inzwischen bin ich auch der Ansicht, wow, dieses Spiel kann, wenn es will, schwer werden. Die haben wir ja gerade im Prinzip alle schon mal gesehen. Ich will jetzt nur dein Geld. Hier, gut aufheben. Danke. Das war ein schöner Wurf durchs Fenster. Was ist das? Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Ich sag mal, ich glaube, ich habe gerade nur Salze gekriegt, weil ich das entsprechende Plasmid oder wie auch immer das hier heißt. Ja, mach's auf. Schon hatte. Aber dementsprechend gehe ich davon aus, ich brauche gleich meine Elektrokraft. Da war noch ein Lockpick. Ich bezweifle einfach mal, dass ich wieder nach hier oben zurückkomme. Schade, denn fehlt uns ein Upgrade im Endeffekt. Aber hey, damit müssen wir halt leben. Locker. Da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ich arbeite dran. Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht gelebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Und hätte ich diesen Schrank nicht geöffnet, könnte ich es da oben. Wo hatte ich gerade nichts? Och, das ist doch fies. Na gut, dann. Haben wir halt jetzt ein paar in Reserve und können die nächste richtig große Tür öffnen. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich Guten möchte Tag, euch mitteilen, Jeremiah woran Fink. Ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Ja, dauernd werde ich im Urlaub. Ach so, meinst du das? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Summ, summ? Biene hier? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gar nicht erklären, warum. Tja, der Mann hat ein Ego. Der will doch was kompensieren. Die Größe seiner Taschenuhr. Die ist nämlich in Wirklichkeit viel kleiner, Elizabeth.
Guck mal, du lächelst ja wieder. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch arme Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Gut, dass das hier nicht so kein bisschen dystopisch ist, nicht wahr? Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ich habe mich hier auf keinste Weise beworben. Darf ich wieder nach oben? Ich habe... Ist das eine gute Entwicklung? Ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken... Ja, das hatten wir ja schon. Wir fahren jetzt wieder nach oben, denn ich habe 5 Lockpicks. Ich sag euch was. Und ich würde die auch gerne einsetzen. Ja, Elisabeth seufzt schon mal einmal schwer, weil ich wieder hochfahre. Ich meine, wir müssen uns das jetzt alles 2-mal, 3-mal antun sogar. Aber, ey, dafür kriegen wir wieder ein Upgrade. Denk auch mal daran, Elisabeth. Übrigens, gut siehst du heute aus. Jetzt guck mich nicht so schockiert an. Das war ein Kompliment. Stell mich mal einfach neben. Entschuldigung, neben dich. Viele werden sich jetzt fragen, ist es das wert? Und ich sage mal so, für ein Upgrade auf jeden Fall. Meine Güte, dieser Aufzug ist aber auch lang. Und ich kann ihn nicht mehr rumhupfen. Sprint die Treppe rauf, sprint die Treppe rauf. Hoch. Da war das. Elisabeth, wenn du so gut wärst. Das dürfte schnell gehen. Gut, machst du das Mädchen. Bitte sehr. So, Gesundheitskit. Ist schon mal ganz nett. Den Schreibtisch suchen. Mehr Salz. Ja, habe ich aber auch schon voll. Schilde sind dran. Kann auch nicht schaden. Perfekt. Bei den letzten paar Kämpfen, die ja dann doch etwas härter wurden. Hier, für die Kasse. Hier. Ich finde das schön, dass ich dieses Tuch trage, das ich ja nur gekriegt habe. Weil ich, dumm war. Welchen Schrank habe ich denn? Doch den hier. So. Wunderschön. Jetzt können wir aber los. Einmal wieder die Treppe runter. Treppe runter. Da, 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 da. Treppe runter. Ja, so kann man auch Zeit voll kriegen. Ich scroll nicht so mit den Augen. Wir müssen hier hoch und runter fahren. Sonst hätten wir jetzt weniger Schild. Und was mache ich denn ohne Schild? Ja, und sonst so? Was macht die Familie? Außer uns verfolgen und umbringen. Was meinst du, wie lange geht das Spiel noch?
Schön, dass wir schon mal geredet haben. Ich muss jetzt ja gleich alleine weitergehen, offensichtlich. Ja, glaubst du, ich komme klar? Schön, dass du nickst. Ja, war es auch schon mal gesprächiger. Klar, es war bevor ich dich reingelegt habe und so, aber... Also bevor du das wusstest. Elizabeth? Wir sehen uns später. Komm mit, bitte. Ich versuche mir einfach unauffällig zu benehmen. Kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Benötigt ein Lockpick? Habe ich nicht. Das sind Anarchisten-Worte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen. Gut, wir wissen, wo das nächste Lockpick zugehört. Ja, keine Panik, Leute. Mr. Fink möchte mich hier haben. Hä? Da liegt ein Silver-Eagle, aber ich komme nicht dran, weil Sachen im Weg hängen. So, besser. Minimal. Wir brauchen keine Worte, wir wissen, was der andere will. Ich suche einen Waffenschmied. Das Schlimmste kommt erst noch. Tja, danke für die aufmunternden Worte. Da können wir wohl jetzt nicht rein. Okay, das kommt später. Netter Hinterhalt, Jungs. Muss ich euch lassen. Wow. Vergiss nicht, deine Kräfte einzusetzen. Was meinst du, was ich doch tue? So, dann haben wir mal wieder einen Hinterhalt überlegt. Ups. Ja, meine Gesundheit braucht ich jetzt leider gerade. Aber das war trotzdem ein Zufall, dass ich die genommen habe. Nicht bewusst. Dieser hat sich doch gelohnt, dass wir nach hier hin gekommen sind. Hier ist gutes Zeug und so. Das hier vor allem. Daisy! Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und hab mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. So, dann gehen wir mal hier weiter suchen, ne? Also der Hinterhalt kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ich dachte, der will mich hier haben. Okay, das ist ein neuer Bereich, in den ich jetzt schon rein könnte. Verletzt seine Verbündeten nicht gut, aber jetzt gleich ist das wieder mal ein Feind.
Gut versteckt in der Ecke. Sehr schön. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Nimm Salze. Ups, schon wieder aus Versehen was gekauft. Seht ihr, das passiert, wenn man einfach zwischendurch andere Spiele spielt? Wo die Tasten genau andersrum sind. Warum auch immer. Genau, so war das. Wir suchen alles ab. Es hält uns stets auf Trab. So. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Ja, Musik aus einer anderen Dimension. So. Das kann ich nicht öffnen, schade. So, da scheint mein Waffenschmied zu leben. Ich finden soll. Ich gehe erstmal hier rein. Hier habe ich noch Zeug. Da, Taschen leer. Gut aufheben. Das war der kürzeste Danke. Wurf seit langem. Ja, ja, das tun sie so. Und da drin lebt mein Waffenschmied und den treffen wir dann beim nächsten Mal. Ja, da drin hoffe ich. Ich hoffe, der ist wirklich da und kann mir auch einfach die Waffen geben. Wahrscheinlich muss ich aber wieder zig Quests für den erledigen. Und das wird wieder ein Weilchen dauern. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Und bis dahin viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut und wir sehen uns. Ciao.